Hallo Leute und willkommen zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Part 2. Oh, ich bin so Bock. Beim letzten Mal haben wir ein mysteriöses Geheimnis, das Schloss Hyrule, entdeckt, was aber mal sehr krasse Folgen hatte, denn wir sind jetzt auf einer Himmelsinsel, wahrscheinlich der Sonau. Und wir müssen jetzt nur mit einem Stock bewaffnet ein wenig diese Bin mal sehr gespannt. Sind jetzt ja gerade einfach straight up runtergesprungen. Wann wir zum ersten Mal überhaupt sterben, bin ich sehr gespannt drauf. Und Himmelspilz. Okay, das haben wir nur der klassische Pilz in Himmelsblau. Genau, wollen wir zuerst sterben? Zu langsam. Ich bin Kunden eingerostet. Wobei, bei einem Leuten kriegst du auch hin. Warum krieg ich es bei dir nicht hin? Oh. Donauenergie. Material, das unter anderem Konstrukte. Was? Unter anderem Konstrukten als Energiequelle dienen. Teils eine starke Kraft. Alpha-Krieger-Konstruktoren. Alles laut vorlesen. Also, damit haben wir schon mal die Bestätigung, dass das hier Sonau-Territorium ist. Oh, ein Apfel, kein Himmelsapfel. Ding. Ein einfacher Stock. Ein Ast, der wie ein Schwert geformt ist. Gut zu greifen und aufgrund der Gewichtsverteilung leicht zu handhaben. Du kannst ihn ausrüsten und als Waffe fahren. Okay, wie das mit dem Wasser auf so einer Himmelsinsel aussieht, muss man mir erklären. Aber wir nehmen das jetzt erstmal fantasymäßig hin. Aber wir leben hier nicht in Minecraft. Ostgebiet. Der Karg. Das ist eine. Irgendein Roboter, der da oben auf seinem Monolithen da kreiselt. Oh ja, seht ihr den Laser da drin? Er scannt das Gebiet ab. Kann ich gerade mit R. Das ist cool. Das ist cool. Dass du jetzt eine Quickstart hast zum Material werfen. Wir gehen gleich zu dem Sonau-Ding. Ich will noch. Breath of the Wild hat mich da sehr verwöhnt.
dich natürlich auch weiterhin so frei wie möglich erkunden. Ich möchte übrigens euch, alle Leute, die meinem Breath of the Wild Konzept nicht vertraut sind, möchte ich euch einmal etwas erklären. In diesem Let's Play werden wir alles Wesentliche machen. Das bedeutet, erkunden wird für mich, sagen wir mal, nahezu vollständig offscreen passieren. Ich habe es damals in Breath of the Wild so gemacht, dass wir das Plateau haben wir komplett zusammen gemacht. Ja, aber nicht mal. Da hab ich, selbst da habe ich erkundet. Anders. Ich erkunde die Welt für mich. Ich erkunde die Welt offscreen. Das ist aber nicht schlimm. Also nicht per se schlimm, weil wir werden alles Relevante werde ich beim Erkunden natürlich auslassen. Das hat bei Breath of the Wild sehr gut funktioniert. Ich habe, glaube ich, nie was vorweggenommen. Ich habe damals die Schreine alle einfach gefunden und dann konnten wir die machen. Das heißt, wir hatten in den Folgen immer was zu tun. Da könnt ihr euch drauf freuen. Wir haben in den Folgen immer was zu tun. Ja? Wir konnten der Handlung so schön folgen, wie es geht. Und das muss ich natürlich auch noch erwähnen. Ich werde nur Sachen erkunden, in denen wir schon waren. Bedeutet, ich werde natürlich nicht offscreen auf diese Insel darunter springen, wenn wir da noch nicht waren. Wenn wir da aber waren, dann werde ich die also nach der Folge quasi, in Anführungszeichen, vollständig erkundet haben. Irgendwann. Kram dadurch finden. Ne? Also, macht euch da jetzt keine Angst, dass ich Kram vorwegnehme, den wir noch gar nicht gesehen haben. Das, so weit geht's nicht. So weit geht's. Ja, aber jetzt sollten wir mal langsam. Aber versteht ihr so nach dem Motto, bisschen rumlaufen mache ich mit euch. Aber damit es nicht langweilig wird, erkunden ist auch strunzlangweilig. Für die meiste Zeit. Ich würde dann ja still da suchen, ich würde mich konzentrieren, damit ich was finde, das ist ja lang. So, entsprechend werden wir das Wesentliche sehen und alles, was cool ist, das werde ich euch zeigen. Es hat in Breath of the Wild sehr gut funktioniert, meiner Meinung nach. Dass man da alles Interessante auch so finden kann. Und so werden wir das in Tears of the Kingdom auch weitermachen. Das heißt, auf diesen Hügel da zum Beispiel klettern. Wenn da was Interessantes ist, werde ich es euch zeigen. Wenn nicht, dann ist halt nichts. Ich habe dich bereits erwartet, Meister Link. Prinzessin Zelda hat mir etwas für dich anvertraut. Dies ist das Pura-Pad. Mir wurde gesagt, dass dir dieses wertvolle Stück den Weg weisen wird. Mal wirklich, wie das kommt. Prinzessin Zelda weiß kaum einen Gegenstand mehr zu schätzen als das Pura-Pad. Es hat einige für ein Abenteuer äußerst nützliche Funktionen zu bieten. Ich habe es nun auf Prinzessin Zeldas Geheiß dir übergeben, Meister Link. Meines Wissens nach soll sich Prinzessin Zelda an dem Ort befinden, der auf der Karte des Pads angezeigt wird. Ich habe dir alles mitgeteilt, was mir aufgetragen wurde. Dies ist der Garten der Zeit. Und das dort ist der Tempel der Zeit. In vergangenen Zeiten wurde an dieser Stätte Riten und Zeremonien des Königreichs abgehalten. Doch heutzutage besucht diesen Ort, trostlosen Ort niemand mehr.
Guck mal, wir haben Höhen. Wir haben Koordinaten da unten. Das ist doch Höhenkoordinat, oder der dritte? Ja! Guck. Der dritte auf der Karte ist eine Höhenkoordinate. Temperatur, Schrittgeschwindigkeit natürlich. Wie wir es kennen. War cool. Man hat ja gesehen, wie Zelda die Bilder gemacht hat. Boah. Alter. Ja? Man könnte jetzt meinen, man kopiert das Konzept von Breath of the Wild einfach nochmal. Aber, why not? Ganz ehrlich. Das ist so cool das hat ja super, das hat ja genial funktioniert. Mit dem Startgebiet, das komplett eigen ist. Und dann dem Rest. Wieso ändern? Das ist so, passt doch so super. Gehört alles. Alles, was wir gerade gesehen haben, gehört zu der vergessenen Himmelsinsel. Das heißt, dieser dicke See da mit dem Herbstgebiet, das Schneegebiet, das gehört alles wieder dazu. Wir haben wieder ein komplettes vergessenes Plateau quasi. Ich bin baff. Das vorhin auch schon so groß? Oh mein Gott. So viele Quality of Life Changes. Kann Sachen jetzt einfach rausschmeißen. Wie gut. Ja. Hat Pura aus dem Mix aus Wii U Gamepad und Switch, das ja schon 100 Jahre alt war, jetzt eine Switch gemacht. Auch schön. Okay, das ist smarter, dass da jetzt eine Brücke entsteht, als dass ich da jetzt dachte, wir werden rüber teleportiert. Sonau-Energie. Okay, die Sonau-Dinger sind also sehr scheinbar die neuen Wächter. Neuen Wächter, alles. Also eine Ebene hochzukommen ist einfach. Eine Ebene tiefer. Ne, andersrum. Eine Ebene tiefer zu kommen ist einfach. Eine Ebene hochzukommen ist einfach so. Man sollte also, bevor man runterspringt, erstmal alles erkundet haben. Ein Apfel. Oh, du bist zum ersten Mal hier, stimmt's? Wenn du deinen Weg fortsetzt, nimm dich vor den Militärkonstrukten in Acht, ja? Die Militärkonstrukte werden damit beauftragt, diese Himmelslande zu schützen. Unsere Erschaffer, die Sonau, befahlen ihnen, unerwünschten Eindringlingen den Gar auszumachen. Sie werden dich sicherlich als Eindringling betrachten. Scheue daher im Kampf gegen sie keine Mittel. Vielleicht kennst du es schon, doch lass mich dir eines jener Mittel verraten. Bitte höre aufmerksam zu. Du solltest stets den passenden Abstand einhalten und die Zielerfassung nutzen, statt willkürlich um dich zu schlagen. Ich lasse dich die Zielerfassung mit Freuden an mir selbst ausprobieren. Doch bitte nicht wirklich angreifen, nur probieren, ja?
War das jetzt nur als Beispiel oder konnte man NPCs immer schon anbieten? Ich glaube wohl. Okay. Das heißt, nächster Stop, eine Etage tief. Die haben sich kein Stück verändert, die Spurtkröten. Ein bisschen sehr einfach machbar, oder? Ja, nur drei Hits. Ah, ist ja interessant. Nach oben kann ich Kram zum. Kann ich dich jetzt auch essen? Okay, ich muss dich nicht essen. Vielleicht kann ich dich deshalb nicht essen. Sehr logisch. Sieht man da oben ja auch. Wie kann ich theoretisch das Gebiet da runterkraxeln? Ich glaube, zum was zu snacken machen, könnte man theoretisch auch holen. Um. Schade. Ich bin mit einem Geheimnis gehofft. Auf ein Geheimnis. Nein. Nein. Sind es wieder Crocs? Oder sind es jetzt Onox? Ne, es sind Crocs. Nanu, du bist ja gar nicht Maronus. Kannst du mich etwa sehen? Ich bin ein Krog, ein Waldgeist. Hier, ich habe etwas für dich. Wenn du Marodos siehst, gib es ihm doch bitte zurück. Oh nein. Bin mal gespannt, ob es dieses Mal ein besseres Geschenk gibt, wenn man alles sammelt. Meine Freunde verstecken sich übrigens auch an den verschiedensten Orten. Wenn dir irgendetwas auffällig erscheint, solltest du dort suchen. Es wird ja ein Spaß. Nee, wird's. Also, ist. Finde ich okay. Gib mir jetzt natürlich irgendwie. Keine Ahnung, was Blaues. Blaue Crocs haben. Mit Sonox. Oder Himmelscrocs. Aber ist nicht schlimm. Ja, hat mir schon gewohnt. Ja, ich habe mir schon. Gedacht, dass die Items mehr oder minder alle gleich sind. Aber auch das ist nicht. Ja, auch bei den meisten. Guck mal, ein Pfeil. Ah.
Okay. Gehen wir mal jetzt ein bisschen. Bisschen Richtung Zielmarkierung. Werden wir schon alles noch rausfinden. Ohne Monstermaterialien, die es aktuell noch nicht gibt, weil wir nur Roboter besiegt haben, bringen mir die Spurtkröten auch noch nichts. Kommt mir aber vor, dass wir beim Schwimmen auf jeden Fall mehr Ausdauer jetzt haben. Das ist ja auch geändert. Hat sich auch komisch angefühlt. Bisschen. Oh, verdammt. Er summt. Das ist ja cool. Finde ich cool, dass da neu dran steht. Rezepte? Hä, wo war das mit den Rezepten? Hoppala. Wo war das mit den Rezepten? Rezepte! Rezepte, Leute! Wir haben ein Rezeptbuch, wir haben ein Rezeptbuch. Ah, schön. Das hat auch gefehlt. Den wärmenden Effekt hat Chili immer nur mit Fleisch zu sehen. Müssen uns da dann nachher schauen. Fisch oder Fleisch halt herkommen. Wird es gleich kühl. Aber ja. Also meine Vermutung wird sein, dass wir jetzt erstmal tatsächlich straight up nach Zelda laufen sollten und nicht vorher den Kram erkunden. Denn wir müssen hier dann, ne? So. Ich gehe mal sehr davon aus, dass die Schreinmechanik auch hier wieder sein wird. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir dann auf diesem Ding wieder unsere Funktionen holen werden. Wahrscheinlich nicht die gleichen, aber ähnliche. Und entsprechend werden wir diese Insel sowieso noch erkunden. Sagen wir mal, moderat viel erkunden. Deswegen sollten wir jetzt erstmal da durchgehen. Damit muss man es sich nicht nehmen lassen, zwischendurch noch ein bisschen was einzusammeln. Aber wir sollen jetzt einfach dahin gehen. Tempel der Zeit. Ich bin übrigens auch die Geschwindigkeit ganz so.
Seite ausgewichen und wenn ich nach hinten ausweichen sollte. Ein Ast! Dieser von einem Baum abgeschnittene Ast ist lang und gerade, sodass man damit fast wie mit einer Lanze zustechen kann. Aha, aha. Habe ich auf dem Weg vielleicht auch schon den Bogenwächter aus Versehen besiegt? Ich glaube, zeittechnisch ist hier aktuell noch Tag, oder? Hoppala, das habe ich bisher noch gar nicht gemacht. Ups. Aber ja klar, Markierung kann ich aussetzen. Eigentlich wollte ich den hier machen. Aber jetzt... Interessante Viecher waren das. Welche flugunfähigen Vögel. Ach, wenn man da aus dem Wasser kommt. Logisch. Straight ablaufen, nicht umsehen. Echt schwierig. Sind wir so partmäßig? Ja. Hier gehen wir noch bis zur Zitadelle und dann ist der zweite Part auch schon vorbei. Zitadelle. Ja, so. Wieder komplett aus dem Gedächtnis. Wie sage ich Zitadelle. Witzig, dass quasi die Kochstation, die ich bei meinem Kunden gefunden habe, quasi, egal. Wahrscheinlich um Teleportpunkt. Sei gegrüßt. Der köstliche Duft hat dich hierher gelockt. Habe ich recht? Die meisten Speisen werden wohlriechender, wenn sie über Feuer geröstet werden. Außerdem sollen sie dadurch besser schmecken und nahrhafter werden. Rösten? Oh, entschuldige. Ich musste gerade nochmal genau hinsehen. Wir begegnen uns zum ersten Mal. Dann hör gut zu. Eine der Aufgaben von Konstrukten... ist es, Besuchern, die zum ersten Mal da sind, diverse Dinge zu erklären. Wenn du also Fragen hast, wende dich an Konstrukte. Wir werden sie beantworten. Soweit zu diesem Punkt. Dann bin nun zurück zum Thema Rösten. Du kannst Zutaten rösten, indem du sie in die Hand nimmst und dann direkt neben das Lagerfeuer legst. Ich selbst esse ja nichts, deshalb kann ich über den Geschmack nichts sagen. Das ist für mich lediglich ein Begriff. Aber von unseren Erschaffern weiß ich, dass das Rösten von Zutaten ihren Nährwert erhöht. Wenn du Zutaten hast, probier das Rösten doch mal hier am Lagerfeuer aus. Boah. Das ist auch ein Rezept? Bis beim Proviant. Tatsächlich. Umständlicher als gedacht. Kannst halt nicht in die Hand nehmen. Warum kann ich es von hier aus nicht in die Hand nehmen? Oh, das ist auch cool. Ich habe das Gefühl, das verpufft gleich einfach. Nein. Das Rösten verschwindet die Schärfe, sodass sie auch ohne alles genossen werden kann. Oh, ich werde zu viel kochen. Verdammte Axt. Und Lagerfeuer. Aktuell... Zeit spielt aktuell noch keine Rolle, scheinbar. Vielleicht sogar gar nicht. Aber wir sind ja nicht über der Sonne. Nacht ist ja auch hier. Kann nicht suchen?
aber nicht nach Farodra aus und auch nicht nach Nydra. Neu. Okay, Leute. Das war's mit der Folge für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben ein wenig die Himmelsinsel erkundet. Beim nächsten Mal werden wir wieder ein bisschen Storyplot mitkriegen, scheinbar. Wir haben noch ein bisschen Storyplot mitbekommen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In dem Sinne. Denn tschüss.